Rea Lindholz, CDU-CSU-Fraktion, das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir alle haben in den vergangenen Monaten erlebt und gesehen, dass das bisherige europäische Asylsystem unter diesen Flüchtlingsströmen schlicht nicht funktioniert hat. Das Dublin-System, EU-Standards, der Grenzschutz, die Verteilung von Flüchtlingen, das alles wurde nicht ideal umgesetzt und ist auch an der einen oder anderen Stelle nicht praktikabel. In Deutschland, aber auch in anderen Ländern werden die Maßnahmen, die Rufe nach nationalen Maßnahmen stärker und lauter, obwohl das in einem vereinten Europa nur Notlösung und keine echte Lösung sein kann. Die Reform des Asylsystems, an der aktuell gearbeitet wird, ist daher auch entscheidend für die Wirksamkeit des Abkommens mit der Türkei. Die Kommission hat aktuell vorgeschlagen, dass das Dublin-System mit einem Notfallmechanismus ausgestattet werden soll, um Länder, die an ihre Grenzen stoßen, wie es zum Beispiel in Italien der Fall gewesen ist, auch helfen, indem die Schutzbedürftigen dann entsprechend in die anderen Mitgliedstaaten verteilt werden. Endlich erfolgt die Androhung, dass Staaten, die sich nachhaltig weigern, Flüchtlinge aufzunehmen, hierfür auch Geldstrafe zahlen sollen. Und das europäische Asylsystem EASO soll massiv ausgebaut werden, die Asylagentur, damit sie notfalls viel wirkungsvoller und schneller eingreifen kann. Das ist der richtige Weg in Europa, denn Europa muss sich als Wertegemeinschaft zeigen und nicht als Selbstbedienungsladen. Zentral für das Abkommen mit der Türkei ist die Zusage der Türkei, Flüchtlinge, die irregulär nach Griechenland reisen, zurückzunehmen. Im Gegenzug nimmt die Europäische Union Flüchtlinge aus der Türkei auf und unterstützt die Flüchtlingshilfe in der Türkei mit 6 Milliarden Euro. Kurzaufenthalte von 90 Tagen, für diese soll die Visumspflicht aufgehoben werden. Und auch wir wissen, dass das Abkommen Stärken und Schwächen hat. Es hat ein starkes Signal gesendet. Die Flüchtlingszahlen sind zurückgegangen. Die Überfahrten nach Griechenland sind beispielsweise in den letzten 4 Wochen nach Abschluss des Abkommens auf 7.800 Personen zurückgegangen, während es noch im Oktober letzten Jahres 214.000 Menschen waren, die nach Griechenland übergesetzt sind. Das zeigt also, dass wir mit diesen Mitteln auch die Schleuserkriminalität eindämmen können. Das Abkommen enthält aber auch Risiken, Risiken vor allem bei der Visafreiheit. In meinem Wahlkreis in Aschaffenburg lieferten sich am Ostersonntag hunderte nationalistische Türken und Kurden über Stunden hinweg gewalttätige Ausschreitungen. Polizisten wurden verletzt und Häuser bis in die Nacht hinein besetzt. Dieser Vorfall zeigt mir ganz deutlich, dass die freie Einreise von Kurden und Türken unter den aktuellen Umständen nach Deutschland sehr wohl riskant ist. Und Herr Erdogan darf seinen Konflikt mit den Kurden nicht nach Europa verschieben. Damit das Türkei-Abkommen dauerhaft Erfolg hat, sind 3 Punkte entscheidend. Bei der Visaliberalisierung darf es keinen Rabatt geben. Das Tempo darf nicht vor der Gründlichkeit gehen. Wir müssen uns wirklich darauf verständigen, dass alle 72 Kriterien, die bereits im Dezember 2013 und nicht erst aktuell vereinbart wurden, eingehalten werden. Das gilt auch für die Passsicherheit und für die Menschenrechte. Und Frau Kollegin Roth, ich schätze Sie wirklich sehr, und Sie haben oft unterschiedliche Ansichten. Aber Ihre Unterstellung, dass es irgendeinem Mitglied, auch der Bundesregierung, egal ist, wenn an der Grenze auf Kinder geschossen wird, und dass die Bundesregierung diesen Vorwürfen oder diesen Feststellungen nicht nachgehen will, das muss ich ehrlich sagen, das hat mich entsetzt. Zumal unser parlamentarischer Staatssekretär Ole Schröder im Innenausschuss gestern ganz deutlich gesagt hat, dass man all diesen Berichten nachgehen wird und dass es noch keine aktuelleren Erkenntnisse gibt und dass die entsprechenden Verbindungsleute bereits kontaktiert wurden. Es handelt sich um eine Meldung, die 2 Tage alt war. Und nicht alles, was in der Zeitung steht, ist von Haus aus richtig. Und ich gehe nur auf die Schüsse der Kinder, auf den Vorwurf, dass auf Kinder an der Grenze geschossen worden ist, ein. Und ich finde solche Unterstellungen in diesem Parlament, ich kann mich daran nicht gewöhnen und ich finde es einfach auch nicht in Ordnung. Ich weiß auch nicht, was wir für ein Bild nach außen abgeben. Zu dem anderen Vorwurf will ich überhaupt nicht eingehen. Aber wenn die Menschen uns zuhören und allein das über eigene Parlamentarier anderer Parteien, dass wir allein
über andere Parlamentarier anderer Parteien so sprechen, muss ich sagen, daran will und werde ich mich auch nach 3 Jahren nicht gewöhnen. Ich finde das ungeheuerlich. Wir müssen die Visafreiheit schnell aussetzen können. Und ich bin sehr froh, dass die Kommission hier auch plant, dass die bisherigen Verfahren massiv vereinfacht und beschleunigt werden sollen. Damit nämlich dann, und das ist unsere Befürchtung, wenn es massenhafte Überziehungen bei der Bleibefrist gibt, unbegründete Asylanträge oder mangelnde Rücknahmebereitschaft durch die Türkei, die Visumspflicht auch automatisch wieder in Kraft treten kann. Und drittens, Herr Castellucci, da möchte ich Ihnen vollumfänglich zustimmen, wir müssen noch mehr Hilfe für die Hilfe vor Ort bereitstellen. Es müssen auch da noch mehr Mittel bereitgestellt werden, damit wir schneller helfen. Und es darf nicht nur um die 3 Millionen Flüchtlinge in der Türkei gehen, die dort seit 2011 aufgenommen worden sind, sondern es muss auch um die Flüchtlinge im Libanon und in Jordanien gehen. Und zum Schluss. Europa darf sich bei den Verhandlungen auch nicht kleiner machen, als es ist. Wir bekommen so oft gesagt, die Türkei erpresst uns. Nein, die Türkei braucht Europa auch. Sie braucht Europa im Kampf gegen den Terror und als Wirtschaftspartner. Und das müssen wir Ankara auch deutlich zeigen, denn dort hält man eben nicht alle Trümpfe in der Hand. Und das wäre mein Schluss. Wir dürfen uns nicht kleiner machen und müssen darauf bestehen, dass alle 72 Punkte auch erfüllt werden. Dankeschön. Das war nun ein sehr langer Schluss. Als nächstes